Im Ukraine-Konflikt bleibt die Lage angespannt. Die USA und ihre westlichen Verbündeten werfen Russland vor, seine Truppen an der Grenze weiter aufzustocken, entgegen der Ankündigung aus Moskau, einige seiner Einheiten abzuziehen. US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz seien sich in einem Telefonat einig gewesen, dass ein signifikanter Rückzug russischer Truppen von der ukrainischen Grenze bislang nicht zu beobachten sei, erklärte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ähnlich äußerte sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sieht die russischen Ankündigungen eines Abzugs nicht bestätigt. Unsere Streitkräfte haben die Lage unter Kontrolle. Wir sehen im Moment keine Veränderung. Wir sehen große Truppenansammlungen. Das hat sich in den letzten Wochen nicht geändert. Wir sehen kleine Rotationen. Ich würde diese Rotationen nicht als Rückzug russischer Truppen bezeichnen. Das Weiße Haus äußerte unterdessen den Verdacht, dass Moskau unter einem falschen Vorwand eine Invasion starten könnte. Die USA schicken derweil weitere Soldaten nach Europa. Sie sollen insbesondere die östlichen NATO-Verbündeten unterstützen.